Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt endlich das Update und es hat sich viel getan. Auch im Clan hat sich viel getan. Deswegen werden wir uns heute mal etwas den Clan-Truhen widmen. Denn da hat sich das System auch sehr, sehr, sehr verändert. Denn früher hat man ja zusammen die ganzen Medaillen gesammelt und dann stieg immer die Belohnung, die man bekommen hat. Also die Kisten, man hat mehr Kisten öffnen können und auch die ja, Seltenheit der Kisten hat sich verändert. Momentan sieht es ja so aus, dass man hier in seinem Clan 3 Kisten zur Verfügung hat. Eine tägliche Truhe, eine Gewinnertruhe und eine Clan-Truhe, die man dann auch noch öffnen kann. Wir werden heute alle 3 dieser Kisten öffnen und ich finde, die Clan-Truhe sieht schon richtig episch aus. Und da bin ich mal richtig gespannt, was da drinnen ist. Aber zuerst würde ich sagen, öffnen wir mal die tägliche Truhe. Was wir hier so drinnen haben, das Paintball-Gewehr und den Kerl. Okay, alles klar. So, für die Gewinnertruhe brauchen wir noch 3 Medaillen, die wir ja durch Kämpfe erhalten. Deswegen starten wir gleich mal in einen Kampf hinein. Und ich finde, es sieht jetzt auch cooler aus, dieses Ganze bei den Kisten, dass man hier so auch gleich sieht, die Seltenheit von den ganzen Dingern. So, wir bekommen Kampfkronen und wenn wir noch eine Kiste öffnen, dann haben wir hier so eine Challenge beendet. Und dann schauen wir auch gleich mal in den Kampfpass hinein, denn da kann man ja das Ganze einlösen. So, wir bekommen einen neuen Skin und zwar die Sphinx. Aber ich möchte mir ja gerne mal einen neuen Skin selber zusammenstellen. Viele von euch haben ja da auch schon nachgefragt. Ja, wie findet ihr das neue Kistensystem von den Clans? Schreibt mir das euch mal bitte in die Kommentare. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch einiges an neuen Waffen. Ja, das sieht sehr, sehr neu aus. Finde ich. Sets gibt es ja auch ein paar neue. Jetzt Zeitreise-Set, Events, alles drum und dran. Klar, das gibt es einiges zu entdecken. Aber um das soll es jetzt nicht gehen. Wir wollen jetzt mal hier rein in den Schlachtpass. Den finde ich eigentlich sehr, sehr schlecht immer an. So, die Challenges können wir hier abhaken. So. Und somit bekommen wir auch ein paar Kronen. Wir brauchen noch 55 Kronen, damit wir hier zum nächsten Kampfpass-Level aufsteigen. Aber wir starten jetzt gleich mal in einen Teamkampf hinein. Ich würde sagen, wir spielen. Gibt es irgendwas Cooles, Neues? Nö, eigentlich nicht. Starten wir einfach mal hier in die Atomstadt rein. Ist eigentlich eine sehr, sehr coole Map. Dafür müsste ich aber, glaube ich, meine schwere Waffe wechseln. Denn ich habe im letzten Video ja den Energiebohrer reingetan als schwere Waffe. Beziehungsweise er war schon drinnen. Aber für diese Map braucht man dann doch was anderes als schwere Waffe. Deswegen nehmen wir hier mal, ja, den Funkenheide mag ich eigentlich sehr gerne. Haben auch seit neuem den goldenen Freund drinnen, denn dann habe ich upgegradet, Leute. Der ist jetzt mit einer Effizienz von 31. So, wow. Und da es die Wiederbelebung nicht mehr gibt, haben viele zum Samurai gewechselt, wie ich finde. Da haben sehr, sehr viele zum Samurai gewechselt. So, der Zero wird hier gleich mal drauf gehen. Habe ich so das Gefühl. Ja, yep, da haben wir unseren ersten Kill. 6:1 steht es für unser Team. Sieht eigentlich ziemlich, ziemlich gut aus für uns. Und ich habe so viele Gadgets, damit ich hier höher springen kann und weiter springen kann und länger springen kann. Deswegen fühlt es sich auch so angefühlt, als würde ich hier schweben, wenn ich springe. Wow, da hat einer... Ja, ich muss es mit dem Waffenwechseln noch besser rausbekommen. Ihr habt es gesehen. Der hat die ganze Zeit hier hin und her gewechselt. Mit seinen Waffen. Das habe ich noch nicht so drauf. Boah, und jetzt bin ich gleich mal wieder weg. So, wir haben wenigstens eine Kill-Unterstützung hier erhalten, ne? Boah. Ja, mein Ziel ist ja schon wieder mega, mega gut. So, den da unten verfolgen wir hier gleich mal. Nö. Dann den hier. Ja, Kill-Unterstützung. Wenigstens was, Leute. Besser als gar nichts, finde ich. So, ja, haben wir wenigstens... Das war schon wieder eine Kill-Unterstützung. Gebt mir doch einen Kill, Leute. Gebt mir doch einen Kill. Seid so nett. Yes, da haben wir Kill von oben. Das war gut. Okay, jetzt wurden wir gekillt. Ja, die Wiederbelebung, viele finden es ja schade, dass die weg ist. Aber ich finde es eigentlich sehr positiv. Denn ich muss sagen, die Wiederbelebung war schon sehr, sehr, sehr OP. Schreibt mal dazu bitte eure Meinung rein in die Kommentare. So, und ich habe hier viel zu lange gewartet. Ich hätte schon längst abknallen können. Weil, ja... Meiner Meinung nach war die einfach viel zu OP. So. Die Gegner holen auf. Das finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. So, ich hoffe, der killt mich jetzt nicht. Whoop. Boah. Aber ich habe, glaube ich, einen Kill. Ich habe, glaube ich, auch einen Kill hier abbekommen. Oder zumindest eine Kill-Unterstützung. Irgendwas von beiden. Wir holen uns mal den Mech. Also den Samurai-Mech. Sorry.
sage auch dazu nicht, denn es ist ja ein Roboter, in dem man hier sich steckt. Und den holen wir uns hier gleich mal. Yes, da haben wir den Kill. Und den will ich auch... Wow, wo ging denn der hin? Wo ging denn der hin? Da ist er. So, Doppelkill. So soll es sein. Wir haben hier auch noch die Atombombe, die ich noch gar nicht benutzt habe. So. Ah, schade. So, jetzt wollte ich eigentlich zu dem wechseln. Eine Scharfschützenwaffe mit Flächenschaden. Ja, ich sollte mehr Waffen spielen, die nicht so viel Flächenschaden haben, um mein Aim zu verbessern. Aber ich spiele einfach so gern damit. Deswegen ist es schwierig, auf die zu verzichten. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr was gewohnt seid, wollt ihr das nicht ändern, wenn es läuft. Aber es läuft ja so auch nicht so gut. Bin gespannt, wie viele Medaillen wir jetzt bekommen. Ich hoffe 3. Ja, Sieg. 14 Pokale bekommen wir. Aber wie viele Medaillen bekommen wir? Zwei Schlüssel, meine ich. So. Truhe verfügbar. Wir bekommen auch 3 Kredite, 2 Medaillen, 2 Schlüssel. Wir bekommen hier einfach alles. Doch, ich meine ja die Medaillen. Die 2 Schlüssel sind ja für das andere Event. Aber ich würde sagen, wir kämpfen gleich mal noch eine Runde, damit wir hier das hier freischalten können. Ich wäre ja für einen Teamschlag in der Anlage auch einer meiner Lieblingsmaps. Schön, dass sie das noch haben. Da kann man jetzt auch mit Truppen und alles spielen zusammen. Mit seinem Clan finde ich cool, dass sie das in der Hinsicht besser ausgebaut haben, das ganze Spiel. Und es gibt bestimmt bald wieder ein neues Update, worauf ich gefühlt wieder 5 Wochen warten kann. Es ist halt einfach nervig, Leute. Es ist halt einfach nervig, wenn das Update nicht sofort da ist, wenn es auch für Android verfügbar ist. Denn ich möchte euch einfach, ja, die Videos dazu liefern. So, Kill-Unterstützung. Oder war doch ein Kill? Oh, und da ist... Oh, ich bin der Einzige. Das ist blöd. Das finde ich gerade mies. Nein, der will mich mit dem Schwert killen. Der will mich mit dem Schwert killen. Der will mich mit dem Schwert killen. Aber ich habe noch alles voll. Oh, der spielt mit dem Energiebohrer. Da muss ich aufpassen. So. Boah, aber das wird nichts, das wird nichts mehr. Ich sehe schon, das wird nichts mehr. Runde verloren, schade. Schade, 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 Schokolade. Na gut. Probieren wir es mal mit der Sniper. Yeah, yeah, yes, Kill-Unterstützung wenigstens ist hier da. So, ich hoffe, jetzt werden meine Mitspieler nicht so schnell. Oh, ich habe noch... Noch ein Leben. Ich habe genau noch ein Leben. Nice. Wow, okay. Jetzt habe ich mich selber gekillt. Nicht so geil. Schon wieder Runde verloren. Eieieiei. Das ist gar nicht gut aus für uns. Aber ich will unbedingt diese 2 Medaillen noch. Vielleicht bekomme ich ja trotzdem eine. Also Entschädigung. Ich weiß nicht, wie das so läuft hier mit den... So, Kill-Unterstützung. Einer von uns ist auch schon weg. Schade. Ja, noch ein Kill und jetzt 2 gegen 1. Komm schon, den schaffen wir, lieber Teamkollege. Wo ist denn dieser Gegner? Yes, Runde gewonnen. Wir holen jetzt auf. Ich hoffe, wir holen jetzt auf. Wir brauchen es auch. Wir brauchen das. So. Und ja, Leute, ich mache hier auch momentan fleißig Streams und finde es immer cool, wenn so viele von euch dabei sind. Deswegen unbedingt die Glocke aktivieren, damit ihr da keinen Stream mehr verpasst. Ha, du hast mich nicht getroffen, du hast mich nicht getroffen. Noch ein Kill. So, 3 gegen 1. Das müssen wir ja fast zusammenbringen, oder? Da drüben ist er. Und mein Mitspieler hat den auch schon anvisiert. Habe ich so das Gefühl. Komm schon! Ach so, das ist mein Spieler! Das ist mein eigener Spieler, der hat einen Punkt drauf. Das habe ich jetzt gerade komplett gar nicht gerafft. Aber wir haben zum Glück trotzdem gewonnen. Ei! Das ist aber mies. Das ist mies. Der Typ steht sowieso so nur da, die ganze Zeit, wenn er reinkommt. So, den haben wir wenigstens. So, wieder nur gegen einen. Hat da ein Gegner, dieser Spieler, einfach das Spiel verlassen und jetzt ist es einfach nicht mehr dabei. Ich habe so das Gefühl. Yes, noch ein Kill von mich. So, eine Runde müssen wir noch gewinnen. Das werden wir wohl zustande bringen. Das werden wir wohl zustande bringen. Ich habe ein gutes Gefühl. Wupp. So, einen Kill haben wir mal. Ah! So. Kommt. Yes.
Einer ist noch. Einer ist noch. Der hat sogar einen pinken Skin. Den muss man einfach sehen. Da drüben ist er. Komm schon, komm schon, komm schon. Der kann natürlich mit seinem Energiebohrer beide zugleich killen mit dem Flächenschaden. Wechsle doch deine Waffe. Kommt schon. Den schafft ihr doch, oder? Geht doch näher ran. Geht doch näher ran. Geht doch näher ran. Wow. Yes! Sieg, Leute! Woo! Haben wir noch ordentlich aufgeholt. Hätte ich mir eigentlich nicht gedacht nach den zwei Fails gleich zu Beginn. Aber wir bekommen jetzt die zwei Medaillen, auch zwei Schlüssel. Das heißt, wir können uns auch noch ein paar Kisten holen. Ja, wie viel Filter bin ich eigentlich im Team jetzt geworden? Ich habe nicht so wenig Kills. Zweiter, okay, das ist ganz okay. Das finde ich ganz, ganz, ganz okay. So, jetzt können wir mal ordentlich Kisten öffnen. Zuerst gehen wir mal da rein. Wir haben hier mal die 5 Schlüssel, damit können wir eine kleine Kiste öffnen. Komisch, dass eigentlich hier das nicht mit den Farben ist. Wir bekommen hier ein paar Teile. Ein Teil, wow. Wow, 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 wow. So, da haben wir eigentlich alles geöffnet. Hier haben wir gestern schon unsere Preise abgeholt. Da haben wir eigentlich richtig coole Sachen bekommen, muss ich sagen. Da haben wir schon 108 Teile davon. Deswegen öffnen wir mal das hier. So, Gewinnertruhe. Hier kommen Münzen. Die Kampfschleudermaschine, den Kriegsmeister, den Prototype S, den möchte ich ja auch sehr, sehr gerne mal testen. Ne? Aber dafür brauche ich noch sehr, sehr viele Teile. Ich brauche ganze 38. Mal schauen, was hier in dieser Clan-Truhe drinnen ist. Militärbasis, Tesla-Spule. Okay, hier sind also nur Teile drinnen für den Clan. Clan-Truhe macht auch Sinn. Und hier sammelt man gemeinsam die ganzen Medaillen. Bei der Gewinnertruhe sammelt man sie alleine. Tägliche Truhe gibt es eben täglich, wie schon im Namen erwähnt. Gewinnertruhe also für sich alleine und die Clan-Truhe, das ist alles zusammen. Alles klar, dadurch jetzt das angezeigt wird, weiß ich das auch. So, wir holen uns hier, wie jetzt? Ah, da gibt es noch was. Aufwinden, wie? Freischalten. Ja, das kann ich nur mit dem Bass freischalten. Den möchte ich mir aber jetzt nicht unbedingt holen. Da steht irgendwas noch von Belohnungen. Okay. Als nächstes bekomme ich ein magisches Ei. Okay. Okay, so. Jetzt wissen wir auch wieder mehr. Aber wieso ist da eine Krone oben? Kann ich mir das... Ich bin jetzt Stufe 2. Okay. Okay, keine Ahnung. Lassen wir das lieber. Ich habe auch ein Angebot. Überlege, ob ich mir das holen soll. Aber na gut, Leute. Das war's mit diesem Video. Jetzt wissen wir mehr über die ganzen Kisten, die es jetzt im Clan gibt. Vielen, vielen Dank auf alle Fälle bei dir fürs Zusehen. Falls dir gefallen hat, Daumen nach oben. Falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr über auch freuen. Und ja, falls du kein Video mehr verpassen möchtest, würde ich mich sehr über über die Aktivierung der Glocke von dir freuen. Das war jetzt komisch ausgedrückt. Aber na gut. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao.